zeigen wir Ihnen ein Problem, von dem wir Ihnen vor 5 Jahren berichtet haben. Mike Erdmann wollte neue Badezimmer fliesen. Zum einen gefielen ihm die altmodischen Motive nicht, zum anderen hatten sich in der Ecke Schimmel und Schmutz gebildet. Neu fliesen, ja gut, das ist mit viel Arbeit, Staub und Zeit verbunden, was ich ehrlich gesagt nicht will und nicht habe. Da kam Erfinder Sascha Tordai ins Spiel. Seine Idee? Fliesen zum Aufkleben. Hey, moin. Ja, dann bin ich heute Abend durch mit dem Ganzen. Ja, drück dir die Daumen, ne? Danke dir. Kleine Ecke, dass das erstmal zum Fixieren frei ist. Und so funktioniert's. Schutzpapier abziehen und Fliese auf Fliese kleben. Obwohl Mike Erdmann kein Profi-Handwerker ist, wird er die Platten nun selbst anbringen. Denn das soll laut Erfinder jeder können. Da das einige Stunden dauert, schauen wir uns an, wo die Erfindung eigentlich herkommt. Damals werden die Fliesen noch im norddeutschen Lauenburg per Hand in kleiner Stückzahl gefertigt. Sie bestehen aus 3 Schichten und sollen wasserdicht sein. Oben eine Dekorfolie, in der Mitte ein Gemisch aus PVC und Steinsalz. Unten eine selbstklebende und abdichtende Schicht. Aufkleber für Fliesen gibt es schon länger. Nach Meinung des Erfinders kann bei solchen jedoch leicht das Wasser unter die Folie dringen. So nach 3-4 Jahren intensiven Duschen, mal früher oder später, lösen sich die Ränder ab und dann beginnt die Fliesenfolie sich abzulösen. Seine Erfindung soll länger halten. Das will er uns in einem Versuch zeigen und hat dafür 2 seiner Fliesen nebeneinander geklebt. Auf der Rückseite hat er Löschpapier fixiert. Falls jetzt Wasser durchdringt, macht es das Papier sichtbar. In unserem damaligen Versuch bleibt alles trocken. Zurück im Badezimmer von Mike Erdmann. 2 Stunden sind vergangen. Jetzt muss er eine Klebefliese so zuschneiden, dass sie um die Rohre passt. Ich muss noch mal abnehmen und 1 mm nachschneiden. Das Anpassen an Rohre und Ecken ist zwar knifflig, aber laut Erfinder einfacher als bei massiven Fliesen. Nach rund 6 Stunden ist es dann soweit. 5 Quadratmeter Fliesen kleben an den Wänden. Die Ecken dichtet Mike zum Schluss noch mit Silikon ab. Dann ist das Bad komplett. So sah das Badezimmer aus, bevor die Fliesen überklebt wurden. Und das ist das Ergebnis. Ja, auf jeden Fall sehr viel besser als vorher. Sehr viel heller. Es ist schon nicht unwichtig, die Betriebsanleitung oder die Anbauanleitung doch eingehend zu studieren. Wenn man die verstanden hat, dann geht das sehr gut von der Hand. Mittlerweile ist aus der kleinen Produktion eine vollautomatisierte Serienproduktion geworden. Tüftler Sascha Tordai hat jetzt einen Großauftrag in der Tasche und kann von seiner Erfindung heute gut leben.